Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Ihre beiden Kommentatoren heißen Wolf Fuß und Frank Buschmann. Wir zeigen heute eine Division Rivals Partie. Die Rockets gegen Sporting. Das wird fantastisch, da habe ich keinen Zweifel. Es wird ein Fußballfest. Timo Werner immer noch ganz energisch, sie kämpfen um den Ball. Die Ecke könnte Gefahr bringen. Jetzt die Ecke. Da verlieren sie den Ball. Zweikampf hier und das wird Einwurf geben. Goretzka. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Er ist noch heiß. Phil Foden. Leroy Sané ist ein Spieler, der diese heutige Partie dominieren kann, oder? Ja, weil er dribbelstark ist, weil er immer wieder ganz gescheiten Pass spielen kann. Dazu ist er selbst torgefährlich. Also wie willst du den über 90 Minuten als Abwehr komplett ausschalten? Wir sind noch früh im Spiel. Da reicht Freistoß auf jeden Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. Klasse, den Ball hier noch über die Latte gebracht. Es gibt Eckball. Freistoß, mehr nicht, keine große Sache. Pass kommt nicht an. Jetzt kommt die Flanke rein. Das war einfach. Er holt sich die Flanke. Es gibt Einwurf. Der Ball ist im Aus. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Joe Gomez. Walker. Mahrez. Timo Werner. Der geht an die Latte und zurück ins Feld. Erstmal geklärt. Die Rockets kommen. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen sie dranbleiben. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Immer noch diese Aktion jetzt. Die Abwehr muss weiter maßnahm sein. Da gibt er Elfmeter. Und jetzt könnten sie in Rückstand geraten. Ah, das hat er nicht gut gemacht. Keine gute Zweikampfführung. Er gibt den Elfer, aber keine Karte. Ja, das sieht man selten. Scheinbar bewertet er den. Gut gemacht, er kann hier verwandeln. Sporting führt, weiter geht's. Sané könnte es über außen versuchen. Jetzt ist er vorbei, schlecht verteidigt. Kein Problem für den Torhüter. Gute Balleroberung hier. Leroy Sané. Klar, gibt Einwurf. Ja, das ist Abseits. Ja, das müssen Sie besser machen. Sie spielen den Rückpass bei diesem Einwurf. Fast schon logisch, dass dann der Abseitspfiff kommt. Frühe Stören jetzt. Phil Foden. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Die Rockets jetzt in der Offensive. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Da passt der Torhüter auf. Unnötiger Ballverlust.
Den Ball holt er, gut verteidigt. Gabriel Jesus. Super gemacht, gute Verteidigung. Vargas. Sie gehen dazwischen. Platz auf außen für Mahrez. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Sané. Flanke kommt in die Mitte. Ball abgefangen, das ist natürlich kein Problem. Und jetzt wird es Einwurf geben. Schöner Pass. Sané weiter am Ball. Sané! Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Abseits. Absolut klare Entscheidung. Walker. Mahrez. Ball wird abgefangen. Stark aufgepasst. Die Gefahr erstmal vorbei. Die Rockets kommen. Jetzt kann die Flagge kommen. Goretzka. Nicht einfach. Der Schuss war klasse. Jetzt gibt's gleich die Ecke. Wir hören es. Die Fans hoffen auf den Ausgleich. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Chance für den Konter jetzt. Mitspieler frei. Jetzt kann der Pass kommen. Aber dann ist der Ball doch weg. Die Szene damit also beendet. Fahne ist oben, abseits Sané. Nur eine Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Joe Gomez. Das ist Walker. Schönes Dribbling hier. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Pause also in diesem Spiel und wir hören es, die Fans sind nicht zufrieden. Der Unmut. Das Spiel geht weiter. Pause ist beendet. Im Moment liegen die Rockets hier zurück. Schönes Zuspiel. Und die Situation ist wieder bereinigt. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Hat so ein wenig die Präzision gefehlt bei diesem Pass. Gibt Einwurf. Goretzka. Wie hast du die Leistung von Timo Werner gesehen im ersten Spielabschnitt? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Da kommt der Pass, aber gut aufgepasst. Dann gehen sie dazwischen. Christian Pulisic. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Da wäre Platz für den Konter. Oyarzabal. Jetzt nimmt er es alleine mit allen auf. Ganz frei, aber das war stark gemacht. Boah, der war wichtig. Das wäre das Tor gewesen. Eine Riesenparade. Erstmal geklärt. Ganz energischer Einsatz. Unaufhaltsam. Sané.
Jetzt die Hereingabe. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ja, nimmt sich einfach mal ein Herz. Schuss aus der Distanz, aber keine große Torgefahr. Nee, das war dann am Ende doch zu unpräzise. Da hat eine Menge gefehlt. Mahrez. Sporting kommt. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Ballgewinn, gefährliche Position. Super, wie Sie da Druck machen. Da ist der Ballbesitz. Marcel Sabitzer. Glanzparade gehalten. Es war kein gutes Spiel heute. Konsequenz ist nun diese Auswechslung. Tja, war nicht zu übersehen. Hat eigentlich nie richtig reingefunden in dieses Spiel. Lief nicht. Und sie können es machen. Da ist das Tor. Und sie haben den Ausgleich. Man kann den Ball nicht festhalten. Ganz im Gegenteil. Sorgt mit der Parade quasi für die Chance, die dann eiskalt genutzt wird. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Sporting mit jeder Menge Vorwärtsdrang. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Euer Sabal. Sie können den Ball abfangen. Dribbling geht weiter. Die Abwehr findet einfach kein Mittel. Die Gelegenheit für die Flanke. Geht dazwischen und hat den Ball. Da kann er sich den Ball holen. Sporting über den Flügel. Ja, da wäre jetzt Platz. Timo Werner. Die Chance zur Führung. Sensationell. Peter Kulaj ist da. Sie schalten auf Angriff um. Das ist wohl die letzte Chance, hier doch noch als Sieger vom Platz zu gehen. Er holt sich vorne den Ball. Timo Werner. Christian Pulisic. Das könnte vielleicht was werden. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Werner. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Christian Pulisic. Ballverlust Sporting. Erstmal dazwischen gegangen hier. Sporting hat Platz auf dem Flügel. Sie wissen es genau. Das könnte die letzte Möglichkeit auf den Siegtreffer sein. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Ball im Seitenaus, gibt jetzt natürlich Einwurf. Super dazwischen gegangen. Wir haben den Schlusspfiff in dieser Partie. Am Ende bleibt es hier beim Unentschieden. Dieses Remis ist aus meiner Sicht ein Ergebnis, das den Spielverlauf widerspiegelt. Beide auf Augenhöhe.